Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Es ist gerade 3 Uhr morgens. Fragt mich nicht, wieso ich auf die dumme Idee komme, um 3 Uhr morgens, obwohl ich fucking müde bin, noch ein Video aufzunehmen. Ist jetzt aber so, aber nur so als Vorwarnung, dass ich, wenn du ein bisschen anders kommentiere werde oder ein bisschen dumm im Kopf bin. Auf jeden Fall, in der letzten Folge sind wir hier in Engine City wieder angekommen, weil anscheinend Kabu, der Feuer-Arena-Leiter, auch in dieser Arena hier haust, in der auch die Eröffnungszeremonie stattfand. Und hier wartet auch schon Hopp auf uns. Und ja, den machen wir heute fertig. Ich bin sehr gespannt, wie die Feuer-Arena aussehen wird. Weil bei den ersten beiden Arenen, da konnte man sich das ja noch irgendwie ein bisschen vorstellen. Pflanze und Wasser, aber Feuer ist natürlich schwierig. Ach, da bist du ja endlich, Dizzy. Guck mal, ich hab schon den Feuerorden. Cool, oder? Aber keine Sorge, Dizzy. Wenn ich den besiege, dann besiegst du den auf jeden Fall auch. Weil ich bin ein Noob. Das ist korrekt, Hopp. Endlich hast du dazugelernt. Und Kabus Arena. Aber schon heftig, dass der hier die Arena für die Eröffnungszeremonie nutzen darf, oder? Also ich finde das heftig. So, wieso ist er jetzt hier drin? Ich dachte, du hast ihn schon. Guckst du mir zu, oder was? Das hat echt die Funken geflogen bei dem Kampf. Ich werde dir natürlich zugucken, weil ich ein guter Freund bin oder so. Hallo Arena-Challenger, willst du es wagen? Ja, ich will. Ja, wir fangen gleich an mit der Challenge. Warum nicht? Boah, ich bin wirklich mega müde. Ist das dumm. Aber mein Schlafrhythmus ist mega, mega im Arsch. Keine Ahnung. Wisst ihr, was noch am Arsch ist? Meine Brille im Real Life. Aber ich habe ja auch so eine Brille, wie mein Typ hier in Pokémon. Also ich sehe eigentlich gar nicht so anders aus, als der Typ in Pokémon hier, außer dass ich keine roten Haare habe. Ich habe auch Undercut und Brille. Auch so eine komische Hornbrille. Und die ist mir jetzt tatsächlich beim Volleyball kaputt gegangen. Aber nicht, weil ein Volleyball... Ja doch, weil ein Volleyball drauf geknallt ist, aber nicht im normalen Spiel. Sondern, weil wir eine Kopfballübung machen sollten. Also einer. Und ich war dann der Kopfballtypi und beim zweiten Kopfball ist dann die Brille kaputt gegangen. Ja, und jetzt laufe ich mit der kaputten Brille rum. Egal. So, hier, Feuerarena-Leiter Kabu. Sammel möglichst viele Punkte. Besiegte Pokémon geben 1 Punkt und gefangene Pokémon 2. Wenn du 5 Punkte gesammelt hast, dann gilt die Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Ja, ja. Wie er gerade genickt hat. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Wie? Wollt ihr auch mitfangen oder was? Die Arena-Mission beginnt jetzt! Was bist du denn? Das sieht aus wie ein kleiner Fisch. Bist du ein kleiner Fisch? Ach, wieder das Ding! Thermopod. Ey! Hallo, was macht ihr denn hier? Will die jetzt auch mitfangen oder was? Hallo, kannst du mal mit deiner komischen Echse hier weggehen? Ja gut, ich werde den sowieso töten, ne? Ich glaube, ich gehe einfach... Ich vernichte... Warte, ich kann auch den von... Nein, ich kann nicht den... Doch, ich kann den auch angreifen. Egal, wir machen das Thermopod kaputt und das ist alles cool. Er greift sogar als erstes an. Wir werden einfach 5 Pokémon vernichten und dann haben wir unsere 5 Punkte. Hallo, wieso greifst du mich an? Nur weil ich Wasser bin oder was? Und wieso habe ich nicht getroffen? Ist ja alles mega uncool. Jetzt töte noch mal. Und wieso hat der eine Typ nicht angegriffen? Haben wir beide nicht getroffen? Das kannst du mir nicht erzählen. So. Der erste Punkt gehört mir. I'm the very best. Ja, und jetzt laufe ich halt mit einer kaputten Brille rum. Also die ist nicht in der Mitte gebrochen, sondern an der linken Seite, wer es genau wissen will. Aber das Glas ist noch drin. Also man kann das Glas jetzt da rausholen, was eigentlich nicht möglich ist. Aber irgendwie hält das trotzdem. Das ist nur an einer Seite halt so gebrochen. So ganz merkwürdig. Und ich trage die jetzt halt trotzdem und ich bin zu faul, zum Optiker zu gehen, um zu fragen, ob die das heil machen können. Am Ende sagen die sowieso, ich soll eine neue Brille kaufen, aber die sind fucking teuer. Deswegen stirbt Vulpix. Keiner mag dich. Nur JC mag man. Aber sonst mag man Vulpix nicht. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, was die anderen Trainer hier sollen, aber ist auch in Ordnung. Ist das diese Kerze? Ja, tatsächlich. Hallo! Der ist super süß. Den möchte ich haben. Lichtel. So, du mit deiner komischen Pflanze. Na gut, dann greifen wir Lichtel mit dem Sternschauer an, weil den hätte ich schon gerne. Hat keine Wirkung auf den... Oh, alles klar. Dann greife ich jetzt das Thermopod an. Hast du nur davon? Man kann wirklich einfach die Pokémon von dem Gegner töten. Das ist ja mega nice. Ich hätte den vielleicht auch einmal angreifen sollen, damit das Licht wenigstens ein bisschen Schaden bekommt, aber egal. Ich hab den anderen. Zählt das jetzt auch als Punkt? Hä, der hat noch einen Teil! Ein Molunk! Ja, ich werde gar nichts machen. Ich werde einen Sternschauer auf das Licht machen, weil das ja nichts macht. Aua, okay, ich greife mich einfach selber an, weil ich dumm bin. Ey, wieso machst du Giftzahn auf mich? Greif doch das Lichtel an. Hallo? Alle greifen nur mich an, das ist voll unfair. Okay, warte, wir wechseln einmal das Pokémon aus.
Aber wir brauchen irgendwas, das nicht so viel Damage macht. Ranik, du bist dran. Do it! Ich möchte dieses Lichtel haben. Kann er mal aufhören, mich anzugreifen? Nur weil ich sein eines Teil da kaputt gemacht habe, oder was? Boah, die greifen mich beide an. Das ist ein 2 gegen 1. Super unfair. So, und weil wir jetzt brennen, das hat ja der Ranik auch in der letzten Folge gesagt, jetzt machen wir 50% weniger Schaden oder sowas? Nein, Lichtel! Wieso ist das sehr effektiv? Oh Mann. Ich habe allgemein ganz viel von dem, was Ranik mir letztes Mal erzählt hat, falsch gesagt. Synthese füllt KP des Anwenders auf, die Menge hängt vom Wetter ab. Statt Egelsamen Synthese? Ja, komm. Oder statt Ruckzuckhieb? Statt Ruckzuckhieb, komm, wir brauchen keinen Ruckzuckhieb. Wir machen hier alles. Exandros ist Full Pflanze. Full Plantation. Ich habe das Gefühl, wir müssen einmal unser Memmeon nochmal heilen. Hat er noch irgendeine Statusveränderung? Eben war er verwirrt, aber das behält er nicht, ja? Okay, cool. Einfach nochmal Ranik, vorsichtshalber. Ja, aber wo wir gerade bei Ranik sind, der meinte, ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, mit den Porenta, das entwickelt sich nur, ich habe gesagt, wenn er 5 Crits in einem Kampf macht, aber anscheinend braucht er nur in Anführungszeichen, 3 Hits im Kampf. Aber das mit der Lauchstange, das war richtig. Also, dass er, wenn er die hat, dass dann die Crit-Chance auf jeden Fall steigt, aber anscheinend halt nur 3 Hits. Was hat er noch gesagt? Noch irgendwas anderes. Achso, mit den Exandros, dass er die eine Attacke mehr Damage macht als die andere. Habe ich anscheinend auch genau falsch rum gesagt. Das ist bestimmt sehr belastend für den Ranik gewesen, dass er mir so viele Tipps gibt. Und ich merke mir die einfach alle falsch. Ja, das liegt bestimmt auch an meinem Schlafrhythmus, weil der so doof ist. So, haben wir jetzt mal 5 Punkte? Oder war das jetzt erst... Nein, wir haben 4 Punkte. Noch ein Punkt und die Arena-Mission ist abgeschlossen. Kann ich auch gegen die Trainer einfach kämpfen? Nö. Okay, wir holen uns nochmal ein Lichtel. Das macht JC jetzt einfach mal. JC, hole dieses Lichtel. Okay, setze Sonnensensor ein. Habe ich auch noch nie gesehen. Wie sieht denn das überhaupt aus? Sonnensensor. Okay, höchst interessant. Wieso kann JC sowas? Oh, das finde ich sehr gut. Okay, warte. Thermopod, bitte mach nichts weiteres. Oh, er greift sogar mal den Thermopod an. Ja, vernichte ihn. Lichtel, vernichte Thermopod. Ich habe Angst, dass er gleich stirbt, deswegen setzen wir einfach mal einen Superball ein. Wir haben davon 30 Stück. Kann man schon mal machen. Los, Lichtel, bleibe sie im Ball drin. Ja, ein weiteres Unlicht-Pokémon gehört mir. Und damit habe ich die Arena-Challenge nicht nur mit einer 1 bestanden, sondern mit einer 1+, weil ich 6 Punkte statt nur 5 habe. Immer mehr machen als verlangt. Das mache ich halt nie, also wirklich nicht. Selbst mein Ausbilder hat gesagt zu mir, also er hat mich verglichen mit ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also eine 4. Egal. Seine Flamme wärmt seinen Körper leicht. Wer vom Weg abkommt, wird von ihm an der Hand genommen und ins Jenseits gelockt. Gelockt auch noch. Wie, was? Warte, der tötet Leute oder was? Aber der sieht auch so knuffig aus. Ich würde den auch ins Jenseits folgen. Ja! Danke. Die allerbeste. Kabus Arena Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena Challenger. Und auf geht's in die rote Arena. Feuer, Erde, Luft, Wasser. All diese Elemente hatte Dizzy gemeistert. Und jetzt musste er gegen den Feuerlord Kabu antreten. Nachdem er 100 Jahre verschwunden war. Warum tut er so, als wenn er so sportlich wäre, dieser Kabu? Was ist los mit ihm? Wieso joggt er in die Arena? Warum bin ich gleichzeitig mit ihm da? Was soll das alles? Vor allem, wieso macht er so kleine Schritte? Warum so kleine Schritte zu machen? Ich bin genauso schnell wie du. Das triggert mich richtig, alter Mann. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuerarena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jahres Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Und die Luft, das Luftelementar hast du auch gemeistert, auch wenn du dein Sunquo gerade nicht dabei hast. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Aber ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich werde die Welt unterjochen mit meinen Feuerkraft. Und deswegen werde ich dich jetzt einäschern. Umdrehen. Und Schuss! Kabu! Winona! Winona ist die Weiterentwicklung von
JC, gell? Von Vulpix, ich glaube schon. Guck, JC, so hübsch siehst du später mal aus. Der hat aber gar nicht nur 9 Schwänze, oder? Warte, ich muss mal kurz nachzählen. Dreh mal die Kamera, bitte. Ich will mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, ich glaube, das sind 9. 2, 4, 6. Doch, ja, tatsächlich 9. Okay. So, der hat wieder nur 3 Pokémon. Wir dynamaxieren einfach sofort. Und setzen die Dynaflut ein. Mameon, du machst das schon. Hat Mameon eigentlich... Oder haben die Starter-Pokémon eine eigene Dynamax-Version? Ich glaube nicht. Weil... das, also vielleicht die letzte Entwicklung... Ja, die mittlere Entwicklung noch nicht. Sieht auf jeden Fall nicht anders aus, nur größer. Ich kann mir vorstellen, dass die dritte, oder dass die zweite Entwicklung, also die dritte Form von den Starter-Pokémon alle auch eine Dynamax-Version haben. Und jetzt kommt die Dynaflut. Spüre sie, blödes Voldona, obwohl du hübsch bist. Dieses Dynamax-Szenen ist viel zu heftig. Aber die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Also Pokémon und Musik, vor allem bei den Arena-Leitern und so, ist eigentlich immer richtig episch. Die kann man sich auch außerhalb von Pokémon anhören. Oder selbst wenn man nichts mit Pokémon am Hut hat, nein, wir bleiben natürlich bei Mameon, kann man sich, glaube ich, diese Pokémon-Musik ganz gut anhören. Oh, ein Arcani! Ich will auch einen Arcani. Der hat voll die geilen Pokémon, der Typ. Läuft bei ihm. Und wir haben einfach Angst vor Arcani. Okay, setz deine andere Dynaflut ein. Die ist bestimmt viel geiler als die erste Dynaflut. Ich ersaufe dich, Arcani. So, und Rannik. Ja, Rannik ist irgendwie der Typ, der am meisten mit Pokémon hier am Hut hat auf meinem Kanal, der auch kommentiert. Meinte auch, dass ich das dritte Pokémon, oder dass ich überhaupt ein Pokémon bei den Arena-Leitern, auch immer dynamaxiert. Egal, was man macht. Na los, Kabu, such nach einer Zünder-Idee, mit der du gewinnen kannst. Inferno-Port. Der erinnert mich mega an einen The Legend of Zelda Endboss. Beziehungsweise auch diese kleinen Gegner, da gibt es auch solche. Und selbst wenn ich jetzt deine Flut einsetze, er wird sein Pokémon als erstes dynamaxieren, genau. Werde größer und ändere deine Gestalt. Jetzt bin ich gespannt, weil der hat auf jeden Fall eine Dynamax-Version und ist nicht nur größer. Habt ihr gesehen, wie seine Augen kurz gefunkelt haben? Mit Feuer gefunkelt? Oh, ein riesiger Drache. So ein chinesischer Drache. Yoshihiros Reise in Zauberland. Apropos Chihiros Reise Zauberland, Leute. Habt ihr schon die ganzen Ghibli-Filme geguckt? Die gibt's nämlich gerade auf Netflix, beziehungsweise kommen die ab Februar jetzt in den... Oh, er hat überlebt! In den nächsten Monaten raus. Gibt's ja gar nicht. Inferno-Port, du kannst doch nicht mit einem Leben überleben. Lol. Nein! Ist der nicht sogar auch Pflanze? Und nee, Käfer wahrscheinlich, ne? Käfer-Feuer-Pokémon. Der sieht aber auch cool aus, die Dynamax-Version von den... Inferno-Pod. Guckt sie euch doch nochmal an, ey. Mega cool. Okay, Käfer gegen Käfer. Ich töte dich mit einer Kehrtwende. Ich spüre sie. Oh nein, exploded. I'm so sorry, du sahst so cool aus. Krieg ich jetzt ein Herzstück? Nehmen wir das einfach 2 Level aufgestiegen während dieser Arena. Das ist irgendwie auch zu heftig. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Welches Level waren seine Leute? Level 25, ne? Also Pokémon sind zu stark. Ach, großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Du hast mich besiegt. Mich, den so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelanger Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, hab auch ich noch nicht ausgelernt. Ich jogge kurz mit dir hin. Naja, kein Zweifel. Dein Team ist exzellent und du wirst zu Ruhm gelangen. Es war mir eine Ehre, gegen dich antreten zu dürfen. Hier hast du den Feuerorden. Bitte töte mich nicht. Wir haben so riesige Hände, die Arena leider. Zack. Die Mitte. Und wir können bis Level 35 Leute fangen. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Junge Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickeln. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Schöne Worte. Das war einfach. Wow, krasser Kampf, Dizzy. Musst du kurz mal überlegen, was Fleckleon ist, aber das ist wahrscheinlich mein Mameon, gell? Mann, das war aufregend. Ja, gell? Wer ist denn der nächste Arena-Leiter? Blitz oder vielleicht, ja, Kampf?
Sehr beeindruckend, Dizzy. Jetzt hast du also schon den Pflanzenwasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit den Arena-Challenges. Zur Feier des Tages bereiche ich dir diese TM. Bitteschön. Erlicht. Hatte ich die nicht schon mal? Nee, aber irgendein Pokémon wollte das mal lernen. Genau, das war das, was ich verlernt hatte und woran ich dann meinte, dass wenn der Gegner brennt, dass er dann irgendwie 50% weniger Schaden macht. Deswegen soll Irrlich wohl voll die krasse Attacke sein. Achso, und hier noch eine Nachbildung von Kabus Uniform. Danke, aber ich mag meine Geisteruniform. Mit deinen Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes geht's nach Claw City. Und davor in der Naturzone, da freue ich mich drauf. Hast du gehört? Auf geht's! Nächster Orden ist in Claw City. Okay. Claw City, dann wird er wahrscheinlich Flug haben, oder? Flug oder... Ja, ich glaube Flug. Bei Claw heißt ja Kralle. Kralle? Vögel haben auch irgendwie Krallen. Ja, bestanden sie. Lass uns losgehen in die Naturzone. Wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen in die Naturzone nach oben und nicht nach unten. Bist du blöd oder was? Huch. Das ist ja die falsche Richtung. Oh, Kabu, was machst du denn hier? Tja, viele Arena-Challenger geben auf, bevor sie die ersten drei Orden erkämpft haben. Es stehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Also, oh, hallo ihr drei. Ha, puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell war. Dizzy Hop, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat, und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir meinen Fangesang für euch ausgedacht. Hop, 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 unser Hop ist total top und Dizzy ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Die Arena-Leiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen, da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Wir müssen sie auch besiegen, damit wir am Ende gegeneinander kämpfen dürfen. Ist doch so, oder Dizzy? Auf nach Claw City! Aber wieso denn durch diese Naturzone? Da hinten war doch auch eine... Ich raff hier gar nichts. Jetzt geht ihr wieder zurück. Da ist uns wieder eine Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Wahrscheinlich kann ich jetzt sogar dieses eine Onix vernichten. Claw City liegt irgendwo da drüben, Dizzy. Da hinten über die Brücken musst du gehen. Wollt ihr etwa die Naturzone erkunden? Ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug zur Arena-Challenge zu bestehen hat. Hallo, Betsy. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Hast du denn schon alle drei Arena-Orden? Wollen du da? Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, ein Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an! Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den er je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst! Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf, du gegen mich. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. Der Galabine 2 hat diesen kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das schon vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rival bist, hast du auch gegen mich keine Chance. Immer redest du nur von Dizzy und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Mann, ey. Das kannst du haben. Lass uns kämpfen. Dizzy, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Naja, ist auch egal, ihr beiden. Kämpfen die jetzt wirklich hier irgendwo? Hallo? Weg sind sie. Gut, gehen wir mal kurz zu Keanu Reeves, denn der hatte ja, glaube ich, ganz coole Sachen, oder? Was, würde dir Farbton Wasser zu Ehren von Memion gefallen? Was macht er gerade? Ah, mein Zelt ist jetzt wasserfarben. Das ist ein Fahrrad, ist ja geil. Oh, eine Rotumrelle, ja, die mache ich auf jeden Fall. Jetzt zum Treffpunkt, in 40 Sekunden. Fahre zum Ziel und sammle unterwegs die großen Luftballons ein. Okay, kriege ich hin. Und ich weiß ja jetzt, dass ich mit B schneller bin. Auf geht's! Rotomrad, ahoi! Wir müssen jetzt leider warten, bis das... Genau, jetzt. Hä? Achso, nee, wir werden... Ich kann nicht schneller werden. Nee, der macht das... Nee, ich kann nicht B drücken. Hier. Wir werden einfach schneller, wenn wir die Luftballons einsammeln. Das ist witzig, das erinnert mich auch wieder an Zelda. Da gab es das ja auch mit Epona, sowas. Bin ich jetzt am Arsch, wenn ich gegen ein Pokémon... Gegenknalle? Ah, ja. Aber wo sind denn die? Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Boys? Ach da, scheiße. Ach, hier ist der Treffpunkt. Ja, okay, jetzt habe ich einiges. Jetzt habe ich natürlich meine Zeit richtig verhindert. 10.800 Punkte. Geschafft, du bist zum Ziel. Glückwunsch. Hier, bitteschön. Eine Donnerwelle. Und wir haben Watt dafür bekommen. Oh, das ist ein Ei, das etwa ausschlüpft? Mit deinen Shiny Evoli, Shiny Evoli, Shiny Evoli.
Bäm, shiny! Schade. Evo, trotzdem süß. So, müsste Evoli Nummer 5 sein, das wir haben. Level 1. Oh Gott. Die schlüpfen als Level 1. Gut, dann kann aber Sonkor wieder ins Team. Das ist doch schön. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, bevor wir nach Claw City gehen, machen wir tatsächlich das, was die uns hier vorgeschlagen haben. Und zwar... Oh Gott, gucken wir uns in der Naturzone ein bisschen um. War der ein krasses Level? Wir probieren es einmal gegen das Onyx, das uns in der zweiten Folge fast alle Pokémon gekostet hat. Okay, es ist nur Level 26. Das ist doch ganz nett. Rasierblatt ist stärker, deswegen setzen wir Zauberblatt ein. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt. Oh, perfekt, Musto. Ich bin der allerbeste Pokémon-Trainer aller Zeiten. Feuer. Oh, was? Wieso kannst du Feuer-Odem? Oh, nö. Wieso macht das überhaupt keinen Schaden? Feuer-Odem ist nicht Feuer? Hä? Okay, I don't care. Aber trotzdem Superball einsetzen? Der hat halt keine Leben, Leute. Der hat doch keine Leben. Da langt doch bestimmt ein ganz normaler Pokéball. Wirft er den jetzt auch so cool? Nee, okay. Es liegt also nicht an den KP, wie der den Pokéball wirft. Dann ist das vielleicht doch vom Glück abhängig, ob er den jetzt so gerade wirft und das Pokémon dann instant gefangen ist oder halt nicht. Höchst interessant. So, Onyx, mir egal. Du gehörst jetzt... Nein, 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 ich wollte gar nichts einsetzen. Nein. Mann, das ist noch von den alten Pokémon-Teilen drin, dass ich einfach nur A spamme. Wenn du einmal... Da war das so, da hast du einen Pokéball geworfen und dafür musstest du halt in deine Tasche gehen und deswegen hast du dann immer nur A gespammt und hast dann halt wieder einen Pokéball geworfen. Aber in diesem Spiel drückst du halt X. Fuck, das war perfekt. Das war fucking perfekt und ich hab's einfach getötet. Damn, das war die beste Chance, das zu fangen, die ich ever hatte. Oh mein Gott, ein Smetbo. Oh mein Gott. Komm sofort hier runter. Smetbo! Smetbo! Nein! Smetbo! Na gut. Ich raste hier aber auch gerade völlig aus. Wieso ist das Smetbo weggeflogen? Nein, dich will ich nicht. Ich wollte das Smetbo. Was hast du Tolles zu sagen? Hallo! Ich hab tolle Zutaten, willst du mal gucken? Okay, ja, kaufe ich. Toastbrot, lecker, lecker. Fertignudeln, auch ganz toll. War doch teurer als gedacht, aber egal. Gut, wir gucken uns mal ein paar Dynamax-Kämpfer an. Oh Wunder, hier ist ja schon eins. Hallo Dynamax-Dings, bist du sehr stark? Ein komisches Pixel-Pokémon. Oh, wir packen Fly nach vorne und kämpfen alleine? Also mit CPU-Gegnern halt. Bin ich gespannt, was ist denn das für ein Viech? Das sah wieder so klein aus, aber das Hokumil damals war halt auch mega klein. Okay, es ist so ein Velursier. Aber das... Hä? Dieses Pixel-Ding hat überhaupt nicht wiedergegeben, dass es ein Velursi ist. Oh, wir können jetzt Dynamaxieren, nicht wahr? Können wir nicht? Warum nicht? Naja, egal. Doch, können wir. Okay. Ja, wir Dynamaxieren und setzen die deine Faust ein. Dann sehen wir aber Porenta auch als Dynamaxierte Version. Aber das kostet mich jetzt Watt, oder nicht? Oder kostet das gar nichts? Das muss ich noch alles irgendwie wissen. Okay, Fly! Entwickle dich zu deine Fly! Ich liebe das Design von diesem Porenta jetzt, ohne Witz. Das ist das beste Design, das ich jemals gesehen habe bei Pokémon. I don't know. Nach Giratina. Weil Giratina ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ha! Die mit ihren kleinen Pokémon hier. Was haben die denn so? Die haben Blitzer auf jeden Fall. Der Wepper hat natürlich so eine komische Echse. Passt auch ja zu ihm. Und jetzt kommt die deine Faust. Bäm, stirb Velursi. Hat wahrscheinlich... Vielleicht hätte das auch alleine hinbekommen, glaube ich. Velursi ist geschwächt. Das ist deine Chance. Ach, ich dachte gerade, ich bin auch riesig groß, aber... Ist nur der Blickwinkel. Okay, wir setzen... Ne, wir haben ja schon ein Velursi. Ich fange mit einem normalen Pokéball. Mehr hast du nicht verdient. Mehr hast du nicht verdient, kleines Velursi. Oder großes Velursi, besser gesagt. Tja, nimm meinen Riesen deine Pokéball. Ich will dich ja gar nicht haben. Aber ich glaube, die Pokémon, die man bei Dynamax fängt, die sind auf jeden Fall auch besser, weil die sich halt Dynamax sehen können. Jetzt bin ich aber gerade auch wieder verwirrt. Hat Porenta eine Dynamax? Ein Dynamax-Punkt? Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Weil in meinem Kopf habe ich mir das bisher so zusammengereimt, dass sich nur die Pokémon Dynamaxieren können, die auch diese Dynamax-Punkte haben. Oh, richtig viele EP-Bonbons. Läuft. Und sogar zwei TMs. Ja, Digga, das lohnt ja richtig, diese Weights. Der hat nämlich kein Dynamax-Level. Was bringt denn dann das Dynamax-Level? Ach, hier steht's doch, beim Dynamax-Bonbon. Erhöht die Stufe um 1 und das erhöht die KP nach der Dynamaxierung. Okay, das heißt, man muss ganz viele dieser Dynamax-Bonbons farmen, damit dann deine Pokémon
nur mehr HP bekommen? Okay. Haben wir noch irgendeine... Lindenlithomid habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Level 12, den kann ich auch einfach so fangen. Rockwild, flieg und sieg! Hole dieses neue Pokémon! Also, neu mit von wegen, ich hab's noch nicht. Idomit, ein Steinhaus-Pokémon von Käfergestein. Idomit sucht sich einen Stein, der ihm gefällt, und höhlt ihn aus, um darin zu wohnen. Es ist ein natürlicher Feind von Kiesling und Klonkett. Aha! Meinen die damit, dass er vielleicht auch in die Leute reingeht? In Kiesling und Klonkett? Und dass er die aushöhlt? Das wäre richtig brutal. Aber ich meine, früher haben die auch richtig brutale Werbung einfach gemacht für Pokémon. Bei Pokémon-Edition Blau und Rot, da war die Pokémon-Werbung so, dass ein Pikachu in einen Bus reingegangen ist und dann wurde der Bus irgendwie von so einer Autopresse zusammengedrückt. So ganz merkwürdig. Da hat er gesagt, haha, jetzt habe ich euch gefangen oder so. Aber die Pokémon waren da einfach alle tot. Das war eine sehr komische Werbung. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch das mal in die Videobeschreibung. Weil die alten Pokémon-Werbungen, die waren wirklich ultra weird. Könnt ihr euch aber angucken, wenn ihr Lust dazu habt. Wenn wir zu lange in der Naturzone bleiben, sind unsere Pokémon natürlich viel zu krass. Aber wenn natürlich stimmt, was Kabu da gesagt hat, dass die nächsten Trainer krasser werden, dann müssen wir vielleicht sogar farmen, oder? Oh, was wir machen können, Leute, wir können zu diesem komischen Geisterhaus hingehen, wo wir letztes Mal nicht hingegangen sind. Habe ich diese Panda schon? Ich glaube nicht, oder? Pam, pam! Er will sie, das ist richtig knuffig. Fangen wir auch mit einem ganz normalen Pokéball, ohne ihn überhaupt angegriffen zu haben. Easy Game. Pam, pam! Verspielt Pokémon. Typ Kampf. Es imitiert sein großes Vorbild Pandagro, wo es nur kann. So lernt es, wie man kämpft und jagt. Ist auch süß. Ganz viele süße Pokémon in diesem Spiel. Digga, ein Myrapla! Habe ich schon einen Myrapla? Als ob es hier einfach Myrapla gibt. Könnte man zu einem Giflor machen, wenn man noch einen Pflanzenstein hätte. Das weiß ich noch. Dass man den damit... Also nicht Myrapla, sondern die Weiterentwicklung, von denen ich den Namen schon wieder nicht weiß. Myrapla, Knofensa vielleicht? Knofensa und dann Giflor? Nee, Knofensa war nochmal was anderes, ne? I don't know. Ich habe nicht mal die 151 Pokémon mehr drauf. Ich weiß, wie die alle aussehen, aber ich weiß die Entwicklungen nicht. Myrapla ist ein Unkraut-Pokémon von Typ Pflanze Gift. Wird es von Mondschein getroffen, bewegt es sich. Nachts wandert es weite Wege, um seine Samen zu verstreuen. Das ist hypergruselig. Stell dich mal vor, euer Unkraut könnte einfach gehen am Abend. Oh Gott, traue ich mich gegen so einen riesigen, komischen Frosch? Hallo, kleiner, großer Frosch? Du siehst ein bisschen aus wie aus einem Ghibli-Film, aber bist du stark? Okay, du willst anscheinend kämpfen, also fühlst du dich gerüstet gegen meine Pokémon, ja, du Bradawatz? Was stand da? Er ist extrem irgendwas? Muss ich Angst haben? Hier ist alles... Oh mein Gott, Level 36! Okay, da setzt mir auf jeden Fall Rasierblatt ein. Denn Rasierblatt soll ja mehr Damage machen. Und Wasser sollte gegen uns nicht so gut sein, aber er ist natürlich 5 Level über uns. Deswegen wird es natürlich trotzdem Damage machen. Wie viel Damage machen? Oh, wir machen aber sehr viel mehr Damage. Holy crap. Tja, da bringt der Level 36 dann wohl auch nichts mehr. Haben wir nicht sogar irgendwas für Wasser? Hier, Netzball. Du kriegst einen schönen... Was? Was? Dein Gegner gibt dir kein... Er ist Level 36. Wir können nur bis Level 35 Pokémon fangen. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Was soll das denn? Wegen einem Level... Dein fucking Ernst, oder was? Wie, du tötest jetzt Exandros. Boi, das ist doch dumm jetzt. Ja, okay, dann gibt er uns wenigstens ein paar XP. Boah, 2000 kriegt Exandros einfach. So, und was willst du von mir? Rotom Radverb... Oh, what? Wenn ich dein Fahrrad aufmotze, lässt sich dein Rotom-Turbo schneller auf. Dafür bräuchte ich... Lädt sich. Dafür bräuchte ich aber 1000 Watt. Ja, pimp my white, dude. So, das wäre geschafft. Da sehe ich doch noch ein neues Pokémon. Also, das ich noch nicht habe. Ich weiß, dass es das schon früher gab. Lanas. Kann halt auch nichts. Dadum. Um 3.59 Uhr morgens habe ich ein Lanas gefangen. Cool. Was mache ich nur aus meinem Leben? Ein Hinterlist-Pokémon von Typ Pflanze und Licht. Es lebt tief im Wald. Aus dem Blatt auf seinem Kopf kann es sich eine Flöte bauen, deren Klang Unruhe verbreitet. Wie das Horror-Kit bei Majora's Mask.
Gut, da hinten ist dieser komische Turm, wo ich hin wollte. Wir gucken uns noch einmal kurz einen Dynamax-Weight hier an. Das sieht aus wie ein Mammillon. Aber es ist Pflanze, Unlicht. Dann macht Jay das einfach mal, ne? Der hat 2 Sterne. Ach, das passt schon. Auf dem Mini-Pixel-Bild sah es aus wie ein Mammillon. Wie auch immer das so spannend machen. Und es ist ein... Ach so. Den habe ich doch gerade gefangen, so ein blödes Blanas. Ich brauche doch jetzt nicht noch eins. Naja, ich habe das eben erst gelesen, dass der Pflanze Unlicht ist. Und hast mir nicht gemerkt. Hätte ich das mal gemacht. Ist Sonnenlicht nicht sogar gut für uns? Also wenn wir hier in der Avatar-Welt wären, dann wird uns das auf jeden Fall viel stärker machen. Ja komm, wir setzen deiner Brand ein und ist er auch schon wieder weg, oder? Der wird schon nicht so stark sein. So Jay, dann darfst du dich auch nochmal Dynamax sehen. Aber dich haben wir ja schon mal gesehen als Dynamaxierte Version. Zack. Riesen Jay. Hurra, Vulpix. Aber Vulpix entwickelt sich von alleine, oder? Dem muss ich keinen Feuerstein geben oder sowas. Irgendwie braucht man heutzutage für jedes blöde Pokémon, damit es sich weiterentwickelt, irgendeinen doofen Stein. Oder muss ich drehen oder sonst was. Aua, das tat bestimmt weh. Geht's dir gut? Das sah schmerzhaft aus. Yo, die machen ja auch schon voll viel Damage. Ich muss halt gar nichts machen. Und der Dynabread einfach am Abstauben, der Jay. Ja, RIP. Die Dynawaits sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber wir sind hier halt auch nur in der ersten Naturzone. Ich kann mir vorstellen, dass später in den Naturzonen viel, viel stärkere Dynawaits auch sind. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch erst diesen Toxtricity-Typen. Muss ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Monaten mal irgendwann mir angucken. Ja, jetzt mach's nicht so spannend. Das ist ein schwaches Pokémon. Danke. Immerhin eine Tamot-Beere. Und sieh mal einer. Guck, da ist sogar die Weiterentwicklung von den Blanas. Hallo. Wie geht's denn so? Jetzt ist Jessie natürlich nicht vorne, aber ist ja nicht so wild. Tengulist. Tengu, Tengu. Lol, der hat diese Schuhe, dass die Japaner auch tragen. Der sieht aus wie ein... Wie ein Kabuki-Krieger sieht der aus. So, da ist ja auf jeden Fall Pflanze Unlicht. Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal auswechseln. Stirbt sich sie, wenn ich das mache? Ich hoffe nicht. Level 34? Hältst du schon irgendwie aus, oder? Jessie, sag doch mal. Ja, toll. Also gegen Tackle auf jeden Fall. Ja, aua, sogar ein Tackle macht so viel Damage. Okay, das ist natürlich ein bisschen dumm. Escher den mal ein. Jessie ist voll klein. Ah, guck, da kriegt er Angst. Da setzt er lieber einen Härter ein. Damit seine Verteidigung ein bisschen steigt. Ja, ja, das war ja klar. Aber du wirst trotzdem eingeäschert. Das macht ja gar kein Damage. War der Härter wohl doch gut? Ist ja krass. Da ist er erstaunt, dass der Härter tatsächlich funktioniert hat. Meine Güte. Einäschern. Ach, er hat gemerkt, oh mein Gott, dieser Volltreffer. Wenn er noch einen Volltreffer macht, dann hat er mich. Ich verhärte mich besser noch einmal. Aber das bringt dir nichts. Ich äschere dich trotzdem ein. Ich gehe jetzt voll Risiko. Ich könnte JC eigentlich heilen. Nein, er hat einen Absorber. Okay, das bringt ihn halt null. Literally nothing. Mal einäschern und roter Bereich. Perfetto. Und da kenne ich nichts. Da werde ich auf jeden Fall einen Superball einsetzen. Denn der ist ja nur Level 34 und nicht 36. Das heißt... Fuck, wir können ihn fangen. Aua. Wir werden noch einmal kurz auswechseln, weil ich habe keinen Bock, dass JC jetzt nochmal stirbt. Den kommt Mammillon rein und der soll das jetzt ein bisschen tanken. Super dumm von mir, warum packe ich Mammillon rein? Wenn das ein Pflanzentyp ist. Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert um 4 Uhr, 6 Uhr morgens. Alexandros, du bist dran. Ich bin der schlechteste Pokémon-Spieler aller Zeiten. Komm, dann egeln wir ihn jetzt nochmal ein bisschen an. Hat keine Wirkung. Ja, geil. Der hat ja schon so oft Härter eingesetzt, der wird ja wohl nicht an einem Zauberblatt sterben, oder? 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 Ich meine, das ist nicht sehr effektiv. Er ist über unserem Level und er hat 3-4 Mal Härter eingesetzt. Habe ich richtig überlegt. Das ist doch schön. So, hier, noch ein Superball. Und diesmal drücke ich A. A. Und R, B, L, L, R, R, L, R, L, R, L, R, L, R. Hoch, links, rechts, runter. Hoch, 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 links, links, rechts, rechts. A. Hat funktioniert. Das ist der Ich-fang-dich-Song-Cheat. Viel zu viel XP, ohne Witz. Schnell man hier levelt. Oh mein Gott. Ist ja gut. Ja.
So, und damit haben wir auch ein Tengu-Liest, was ein Verschlagen-Pokémon von Typ Pflanze und Licht ist. Dieses Pokémon wurde als Wächter des Waldes gefürchtet, es kann die Gedanken des Gegners lesen und präventiv handeln, hat ihm hier aber nicht so viel gebracht im Kampf gegen uns. Aber schön, dass das so ein bisschen japanisch auf jeden Fall aussieht. Oh mein Gott, ich sehe ein Nebulak. Ich sehe zwei Nebulaks, muss ich auf jeden Fall haben. Gengar, ich will auf jeden Fall einen Gengar im Team haben. Leute, Gengar ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon, aber ich glaube von vielen Leuten, oder? Zauberblatt! Ist nicht sehr effektiv, aber gegen Geist ist fast gar nichts sehr effektiv. Das weiß ich auch noch aus der gelben Edition. Au! Ich spüre mein Rasierblatt als Gegenleistung dafür, dass du mir wehgetan hast. Aber du sollst... Das ist nicht sehr effektiv und du stirbst einfach! Das geht doch nicht. Na, ein Glück war da noch ein zweites Nebulak, aber ich muss leider erstmal heilen. Ja, JC, du kriegst auch. JC hat mich gerade mit so großen Augen angeguckt, dass er auch einen Supertrank haben will. Da konnte ich nicht Nein sagen. Oh, Shiny! Nee, doch nicht. Och, Mann. Rasierblatt macht zwar krassen Damage, aber nicht so krassen Damage, dass man die damit one-hittet. Genau, alles cool. Sogar ein Volltreffer. Das war der Volltreffer. Aber die machen auch mega Damage. Ist heftig. Naja, da hast du deinen Superball. So, rechts, links, hoch, links, rechts, runter, runter, hoch, hoch, A, A, B, B, A, A, X, A, A, B, 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 A. Ja. Nebulak. Werde ich wahrscheinlich sogar ins Team packen, aber für wen? Ein Gas-Pokémon von Typ Geistgift. Es ist aus Gasen entstanden. Wird jemand in seinen gasförmigen giftigen Körper gehüllt, so fällt er in Ohnmacht und stirbt. Yeah, sorry, Ranik. Du wirst jetzt ausgetauscht durch ein Nebulak. Du kannst gerne das Nebulak sein. Ranikson, musst du mir nur in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt erstmal Nebulak mit drin lassen. Because I like. Die werden nicht geheilt, wenn sie in den PC gepackt werden. Okay, cool. Die Zwirrlicht. Habe ich glaube ich auch noch nicht, ne? Mit nur einer Pupille, die immer hin und her wechselt. Funktioniert das bei dir genauso gut mit dem Rasierblatt, dass du dann einfach im roten Bereich bist? Nee, schade aber auch. Gegenstoß! Macht null Damage. Dann können wir ja mal Egelsamen einsetzen. Egel, Egel. Du wurdest bepflanzt. Da bringt dir deine Konfusion auch nichts. Bepflanzt wurdest du trotzdem. Und das wird dir jetzt nämlich Schaden machen. Aha. Und weil wir ein krasser Dude sind, setzen wir jetzt noch Synthese ein. Hoffentlich. Komm, so schlau bist du, dass du... Come on, du bist aber schlau genug, dass du dich heilen kannst. Komm, du kriegst das hin. Synthese! Synthesiere, mein kleines Exandros. Komm, Mann. Synthese, was ist das? Wenn ich jetzt noch eine Runde warte, dann ist das Zwirrlicht halt leider tot. Heißt, wir müssen jetzt unser Superball einsetzen und hoffen, dass er drinnen bleibt. Rechts, links, oben, unten, L, R, L, R, A, B, A, B, X, X, Y, B. Rechter Stick nach rechts. Und hat wieder funktioniert. Dieser Sheet ist unfassbar gut. Ein Glück habe ich die gefunden. So, Zwirrlicht ist ein Requiem-Pokémon von Typ Geist. Und man sagt, es suche sich unartige Kinder und verschleppe sie nachts an einen unbekannten Ort. Richtig der Troll. Aha, du bist ein unwürdiges Kind. Ich bück dich auf den Friedhof. Und ich würde sagen... Hä, war hier nicht noch irgendwo dieser Turm? Hallo? Turm? Hä? Hä, wo ist der Turm hin? Da. Oh mein Gott, ein Apollo! Ich habe Alexandros nicht geheilt, ich Dummkopf. Supertrank auf Alexandros. Blam! Ja, yeah, full life. Uiuiui. Bürde. Ich erlege dir diese Bürde, auf dass du stirbst. Das war nicht die Hälfte der Leben. Wir können einmal probieren, ihn rasiert zu blatten. Shit. Toll. Fehlgeschlagen. Ha, du Noob. Spüre mein Rasierblatt. Geil. Hat ja mega den Damage gemacht. So, ich habe ein bisschen Angst vor Apollo, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß halt auch nicht, was gut gegen den ist. Vielleicht Unlicht mit Wirbler. Wir probieren es mal aus. Fly... Komm mal rein, auch wenn du 6 Level unter dem Alpollo bist. Du schaffst das schon irgendwie. Vielleicht, eventuell. Aber diese Bürde. Jetzt bin ich gespannt. One-Hit? Nee. Aber es macht viel zu viel Damage. Kannst du trotzdem einen Wirbler einsetzen, um zu gucken, was passiert? Oh, er trifft. Oh, Fly ist tot. Ja, okay. Das ist natürlich belastend. Aber er hasst es doch zu verlieren. Hallo, Fly. Das ist aber richtig schlecht. Okay, Sonquo. Wieso macht das Apollo so viel Damage? Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal Fly wiederbeleben. Das hat Priorität. So, Fly lebt wieder.
Mann, seine Initiative ist so hoch, aber er trifft halt auch sau selten. So, Flücker sieht sehr effektiv aus. Nee, normal effektiv anscheinend. Meint ihr, der hält noch einen Piekser aus? Ich weiß nicht. Ich will es lieber nicht probieren. Ich setze nochmal so einen Finsterball ein, oder wie heißt genau? Finsterball, wir sind ja hier an einem dunklen Ort, also beziehungsweise es ist Nacht. Wird schon gut gehen. Finsterball, Flieg und Sieg. Rechts, hoch, rechts, links, 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 A, B, A, B, A, B, Y, X, 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 Y, B, 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 A, B. Sehr gut. Guck mal, funktioniert. Finsterball. Apollo ist auch ein Gas-Pokémon von Typ Geist-Gift und seine Zunge besteht aus Gas. Schlägt es seine Opfer damit ab, zittern diese unentwegt, bis sie schließlich entschlafen. Sterben! So, das ist ja ganz klar. Da kommt jetzt Apollo statt Nebulak rein. Denn der hat einfach 6 Level mehr. Und damit ist er jetzt einfach das Pokémon mit den höchsten fucking Level, das wir im Team haben. Was soll das denn jetzt hier? Ist das dumm. Gut, dann würde ich sagen, das war schon wieder eine viel zu lange Folge. Eigentlich wollte ich die gar nicht so lang machen. Aber hier waren jetzt so viele tolle Pokémon. Da musste ich das einfach... Guck mal, hier wird es auch schon wieder Tag, genauso wie in echt. Das Ding werde ich nicht fangen. Das wird garantiert zu krass sein. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal mal diesen komischen Turm hier angucken, wenn man dann da rein kann. Aber ich denke mal schon. Oder vielleicht nicht. Warte mal. Leber. Sehr gut. Top Leber. Ist auch noch dabei. Kann man in diesen Turm rein? Sag doch mal. Oh ja, geht tatsächlich. Nee. Oder doch? Das Pokémon-Nest ist leer? Okay, hier erscheint bestimmt später noch irgendwas richtig Cooles. Gut, nee. Dann wäre es das erstmal mit der Naturzone hier gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier diese Dynamax-Version von diesen komischen Eventen nicht geben wird, sondern dass es erst später kommt. Und ja, das war's dann mit dieser Folge. Ich weiß auch noch nicht, wie man hier jetzt genau Surfer und sowas einsetzt. Wird das einfach so? Nö. Ja, aber das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wo wir dann nach Claw City gehen und zum vierten Arena-Kämpfer-Dude-Typen. Und ich bin gespannt, was der für tolle Pokémon hat. Ich weiß halt nicht, auf was ich mich da einlassen muss, was für Typen der hat. Kann vielleicht ein bisschen interessant werden, aber sie werden mir das bestimmt sagen, bevor ich da hingehe. Egal, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch einfach gefallen hat, lasst ein Like da. Tschüss.